and Peking. Das ist Aeon. Aeon wird heute den ersten Song von Herbst in Peking eintanzen. Weil hier rief gerade jemand Falkenberg, und Falkenberg haben wir mal gespielt, das meint er sicherlich. Und dann haben die so getanzt, hat es so gestaubt, und ab dem fünften Song waren wir alle so richtig so heiser. Und auch das wurde gemeldet. Ja, okay, wir sind gleich fertig mit Stimmen und dann machen wir das mit dem ersten Song. Wie immer russische Tanzmusik. Stimmt jetzt, oder? Egon, erzähl mal noch was. Ich hatte hier so, ne? Kann man echt besser keckeln. Also ein Monitor ist in Ordnung. Da vorne ist wahrscheinlich auch in Ordnung. Ihr habt alle schon eure Atemübungen gemacht. Ja? Also, wenn wir schon mal dabei sind, also Egon tanzt nur, weil er diese Story mit dem Kulturkastrator gehört hat, der jetzt Oberbürgermeister geworden ist. Und das hat ihm so gefallen, also die ganze Geschichte, also auch die Verdienste, die er sich um diese bescheidene Kapelle erworben hat, man hat ihn so begeistert, dass er heute auch tanzen will. Und wenn wir jetzt gestimmt haben, dann geht es ab. Some Russian dance music. Thank you.
Dancing Man. Sind die Jungs von Rausch eigentlich schon gekommen? Ja.
Genau. Thank you.
Vielen Dank, da ist noch etwas Mühe. Wir sind alle schon im Bett. Willst du den Song aufzunehmen? Okay, all diese gewünschten Songs spielen wir noch. Ich spiele mein liebes Lied. All right.
Wir wollen dieses ganze Drumherum natürlich nicht außer Acht lassen. Wir betreiben unsere eigene Kampagne. Wir haben einen Song. Ist das Twitch? Der da so böse lacht. Wir spielen einen Song für Leon Trotzki. Spaß dran habt. Ist ja der Ethno-Beat. Und wissen wir nicht, ob die Leute das langweilt. Schauen wir es Bulgarien. Die goldenen Stimmen aus Berlin. Okay. Let's drink for the never-ending story of the dictators. Ich spiele einen neuen Song aus Transsilvanien. Weil irgendwie ist hier die Zeit knapp. Wir spielen hier einen Song aus Transsilvanien. Bitte mal den Marsch. Summer, but it is for my immortality.
my very own society. Der letzte Bewahrer des Ostblocks ist dahin, aber wir haben ja noch diesen Bürgermeister. Der Stage Manager sagt, der absolut letzte in einem Ton, dass wir jetzt den letzten Song spielen. Ein Song genau entsprechend dem Ton die Bakshish Republik. Yeah.
Alex will den Stage Manager aufschlitzen, also wir müssen jetzt schnell noch was spielen. Was mit Alex zum Schwein? Mit Alex ist die Sache so, also er hat auch mal in Jena gewohnt. Und irgendwann hat er Musik gemacht und irgendwann konnten wir ihm wirklich mal eine linkshändige Gitarre kaufen, eine Washburn. Das muss ich mir überlegen, also wer Gitarre spielt und sich dann auch irgendwann mal eine Washburn kaufen würde, wird irgendwie ähnlich glücklich gewesen sein. Und jetzt sagt ihm dieser Typ, dass er aufhören soll zu spielen. Das versteht Alex nicht. Und deshalb will Alex ihn jetzt rausschlüpfen. Also machen wir jetzt einen Song. Wir haben dann noch die Sache mit dem Helden der Arbeiterklasse. Ein schwer umkulteten Song von John Lennon. Vielen Dank für Mirkos Gitarre. Die Gitarre ist übrigens von Mirko. As soon as you born, they make you feel small. For giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hate you at school and they hate you at home. And I hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can follow the rules. A working class hero is something to be. And sex on TV. And you think you're so clever and classless and free. But there's still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. Still, but first you must learn how to smile as you kill. So then you may live like a folks on the field. A working class hero is something to be. Verabschiedet sich und gibt euch auf den Weg, macht einen Bogen um die Drogen.